auf einen schönen Adventssamstag mit euch. Liebe Kollegen. Zum Wohl. Zum Wohl. Maxi, was hast du denn da für ein Plakat heute mitgebracht? Ja, ich habe ein Plakat von der Landeskirche mitgebracht. Treffpunkt Engel. Man sieht darauf den Engel noch leicht angedeutet, noch im Unklaren. Aber manchmal ist es ja auch so. Weihnachten, Advent, da ist ja noch, oder vor allen Dingen im Advent ist ja noch die Vorfreude noch sehr stark und die Ahnung davon, dass Weihnachten kommen kann. Und das ist sozusagen der Engel ein bisschen unklar, man sieht ihn nicht deutlich. Aber man sieht die Engelsflügel schon sehr, das Gold sehr, sehr stark. Und wir haben den kleinen QR-Code, da kann man adventliche Lieder, Überraschendes bekommen. Also eine sehr schöne Idee. Das ist spannend. Und vor allem, deshalb muss ich ein bisschen grinsen, so ist ja auch das hässliche Bücherregal über. Gut, das ist ein anderes Thema. Ja, aber ich finde, das ist ein wichtiges Thema. Dekoriert ihr in der Adventszeit? Dekorierst du was? Also außer ich dich selber? Ja, doch. Also wir haben einen ganz tollen Leuchtstern bei uns im Fenster hängen und der war auch schon mal auf unserem Gemeindebrief drauf, letzten Advent. Genau, das finde ich schon schön. Ich habe jetzt auch schon angefangen, bei den dunklen Tagen so eine Kerze ins Licht zu stellen, ins Fenster zu stellen. Ja. Ich fand nämlich immer, also ich war nicht so der Deko-Typ, was aber auch daran liegt, dass es halt bei uns so, also man sieht es jetzt im Bild wahrscheinlich nicht, aber recht chaotisch ist. Und wenn man dann noch Deko dazu stellt, dann sieht es halt aus wie auf einer Müllhalde. Ja, das stimmt. Und deshalb fand ich Dekorieren immer nicht so toll. Bis ich dann mal ein Gespräch mit jemandem hatte, der meinte, dass das ja auch so einen innerlich zu Weihnachten hinführt. Ja. Und dann haben wir eigentlich angefangen, das auch mal zu machen. Ne? Und Ecken aufzuräumen und zu dekorieren. Und ich finde, dass man da wirklich so voll in Weihnachtsstimmung kommt und dann auch so innerlich ruhiger wird. Und Kerzen vor die Tür stellen, dass man die anzünden abends oder den lebendigen Adventskalender besuchen, der in unserer Gemeinde stattfindet, alle 2 Jahre. Da freue ich mich auch sehr drauf, wenn das auch stattfindet und die Leute sich gegenseitig besuchen und jeder seinen eigenen Adventstürchen gestalten kann und ob es jetzt Würstchen gibt oder Glühwein oder anderes. Ich finde, das stimmt mich immer sehr ein, dann von Haus zu Haus zu gehen, auch Corona-konform, muss man ja auch sagen in diesen Zeiten. Und dann halt draußen Leute zu besuchen, das finde ich auch sehr schön, eine schöne Tradition. Macht ihr nicht aber einen digitalen Adventskalender in diesem Jahr oder was habe ich da gelesen in Debatten? Ja, das machen wir seit 4 Jahren. Also bringe ich sozusagen in jede Gemeinde, die ich komme, bringe ich das mit. Aus Hanau habe ich das mitgenommen. Das war ein Vikariatsprojekt. Jeden Tag im Advents gibt es eine kleine Geschichte, Musik oder anderes. Einen kleinen Podcast, Adventskalender. Auf allen Plattformen kann man gerne auch mithören. Licht für die Ohren. Genau, eingeben und dann kann man das finden. Oder auf unserer Gemeinde. Ja, diesmal gibt es als Neuheit, dass aus dem Kooperationsraum Rhön Leute mitmachen. Genau. Also, dass es nicht nur so eine Dipperzer Angelegenheit ist, sondern dass ja Gemeindeleute und Ehrenamtliche mitmachen. Genau. Mal gucken. Sehr schön, ja. Sehr gute Idee von dir. Das zu machen. Eigentlich war es ja deine Idee. Das war unsere. Ja, gut. Wir schultern uns das gegenseitig zu. Also, was mich immer total einfach einstimmt, ist das Thema Krippenspiel. Mhm. Letztes Jahr ist das ja weitestgehend ins Wasser gefallen. Ja. Aber dieses Jahr dann doch wieder, wir werden es draußen versuchen mit Kindern. Ich habe die Einladung jetzt verteilt. Wir fangen an zu proben. Sehr schön. Und jede Probe nur eine halbe Stunde wegen dem Wetter. Und das ist dann so. Ja. Aber dafür halt ein bisschen häufiger. Und diese Aufregung, die jetzt dann auch schon unter den Kindern dann so losgeht und Kostüme. Und auch schön. Das ist immer ein toller Aufstand für Weihnachten, was ja durchaus in unserem Beruf auch sehr anstrengend sein kann. Ja. Ich finde mal, also, wie sagst du erst? Eigentlich ist ja so die Adventszeit auch so die Wartezeit. Wartet ihr oder hättet ihr auch eher so, also habt ihr Zeit zu warten? Beides irgendwie so, ne? Also du hast ja schon den Punkt angesprochen, Laura, man hetzt natürlich von einem Termin zum anderen Termin, von auch Besuchen und ich denke auch gerade, wenn ich ans Altersheim denke, ich dann auch gerne besuche in der Weihnachtszeit noch mehr, gezielter auch und klar, gerade die Menschen, die nicht mehr rauskommen können, die warten natürlich noch mehr auf Besuch, gerade in der Zeit, wo alle Leute auch eigentlich zu Hause sind und sich freuen und dann, ja klar, Menschen natürlich auch vielleicht vergessen werden, gerade ältere Menschen oder Bettlägerige, die halt nicht mehr, ja, auch selber rauskommen, die freuen sich noch mehr über den Besuch und warten noch mehr und dann merke ich, dass die noch mehr da sind. Ja, aber ich sag mal, bei mir ist es so zweigeteilt. Ich meine, ich liebe es, Geschenke zu machen und auch Geschenke zu bekommen, also von daher freue ich mich natürlich irgendwie auch auf Weihnachten, aber Weihnachten ist natürlich nicht nur Geschenk, sondern
Also so die materiellen Geschenke jedenfalls nicht nur, sondern halt natürlich auch das große Geschenk, was dann in der Krippe liegt, Jesus Christus. Und da ist bei uns dieses Jahr ganz besondere Krippensituation da, weil wir halt im Pfarrhaus Weihnachten feiern vom Balkon aus. Vielleicht ganz... Papst. Ja, genau, hast du schon gesagt. Kannst du ja mal erläutern. Nee, die Idee ist einfach, dass wir draußen feiern und dann haben wir halt geguckt, wo man es machen könnte und wir hatten jetzt nicht so viele Möglichkeiten. Ja. Dann haben wir gesagt, am einfachsten ist es, wenn die hinten auf den Hof kommen und da hat man eben unten die Terrasse und da können die Musiker hin und dann hast du oben den Balkon, da können alle eine Sprechrolle haben. Genau. Aber es ist halt schon ein bisschen papstmäßig. Das, das ist ja irgendwie toll. Also mir geht es in diesem Jahr so, dass ich so ein bisschen, letztes Jahr auch schon, dieses alle Jahre wieder, nicht das Lied, sondern die Aussage alle Jahre wieder, das ist halt weg. Also alles, was vorher war, Stress beim Einkaufen oder Schlangen oder Gehetze durch die Läden oder so, gab es letztes Jahr nicht. Ist dieses Jahr halt auch irgendwie eher begrenzt so. Alle Jahre wieder fehlt total. Aber dafür kommt ja das, was im Lied dann folgt. Das wird, rückt, glaube ich, ins Zentrum. Stimmt. Also das Christuskind kommt und das ist eine tolle Botschaft. Das und das mit einzigartigen Aktionen zu verbinden, ob es jetzt was Digitales ist, wegen Corona, oder halt irgendwie Weihnachten vom Balkon, brauchte man vorher gar nicht machen, weil man hatte Kirchen, die waren bestimmt voll. Und jetzt ist immer, alles, was wir machen, ist irgendwie einzigartig. Ja, aber es bringt nochmal eine andere Bedeutung zu diesem Fest, was so ein bisschen, alle ja wieder halt, was immer gleich auch. Du meinst so ein überraschendes Momentum. Auf jeden Fall. Das finde ich auch, das finde ich eigentlich ganz spannend. Und das ist ja genau das, was Weihnachten ja auch inliegt. Dieses Überraschende. Jesus kommt ja nicht irgendwo auf die Welt, nicht in deinem Königspalast, sondern halt in deinem Stall. Das hat ja vorher niemand gedacht, dass der König der Welt in einem Stall auf die Welt kommt. Also ich meine, ich hätte das vorher nicht geglaubt, hätte mir das jemand erzählt. Naja, und ich finde es schön, wenn wir das dann auch übertragen und da jetzt immer wieder Wege finden. Ja. Also der Weg, so den Jesus hatte, der war ja kein gewöhnlicher. Und wir können jetzt das Gewöhnliche, was wir sonst immer machen, die Kirche so vollstopfen, dass der Sauerstoff eng wird und die Leute ohnmächtig werden. Das können wir jetzt halt auch nicht mehr machen. Aber dann finde ich schön, wenn man auf so vieles verzichten muss, wenn man dann doch irgendwie einen Weg findet. Ja, sehr schön. Genau. Und die Geschenke sind aber schon auch wichtig. Also ich warte tatsächlich auch lange auf die Geschenke. Da hinten steht meine Wunschliste, die habe ich im Frühjahr angefangen. Und da sind ganz oben Winterschuhe. Oh, ich bin ja, als ich in die Rhön gekommen bin, sind wir dann mal spazieren gegangen mit dem KV und alle hatten Wanderschuhe. Außer ich. Die braucht man in der Wanderschuhe. Dann hoffe ich, dass das Christkind dir ein paar Wanderschuhe bringt. Das hoffe ich aber auch. Ich hoffe, dass das Christkind auf den richtigen Ohren hört. Genau. Das heißt also, eigentlich ist dein Warten, dein Advent beginnt schon im Frühling mit dem Aushängen der Weihnachtsliste, das dann irgendwie fortgeschrieben wird, immer wenn was gebraucht wird. Das ist schön. Also ich bin ja mehr der Handarbeitstyp und sobald dann die ersten dunklen Tage so kommen, bin ich ja am Stricken. Und daraus entstehen ja auch die meisten Weihnachtsgeschichten, Geschenke. Oder an der Nähmaschine. Bestimmt auch. Geschichten auch, ja. Und genau, also das ist auch nichts, was man... Hallo Hilde? Das ist der Pfarrhaushund hier. Das ist ja auch nichts, was man in den vier Wochen des Advents schafft man auch nicht für jeden ein neues Paar Socken oder einen Pulli oder irgendwas. Da muss man schon ein bisschen frühzeitiger planen. Das stimmt. Genau. Spannend. Ja, und wir machen von unserem Kooperationsraum, ich bin ja noch nicht in der Rhön, wir werden an Weihnachten hier wieder die Angedachten machen mit allen Pfarrern rund um Fulda. Da geht es um das Thema Liebeserklärung. Oh. Ja, ist schön, gell? Also Weihnachten als Liebeserklärung von Gott an die Welt oder von uns halt auch untereinander mit den Geschenken. Und da freue ich mich schon sehr und dann schalten Sie am besten wieder ein. Ja, ich finde es dann auch schön, weil ich finde, es passt auch sehr gut. Ich meine, Weihnachten ist wirklich die Liebeserklärung Gottes an die Menschen und ein sehr schönes, passendes Thema. Ich freue mich schon sehr, darauf einzuschalten. Ich glaube, Hilde freut sich auch schon einzuschalten. Die Liebe ist auf jeden Fall sehr stark. Dann schalten wir vielleicht mal ab. Schöne Adventszeit. Eine ganz schöne Adventszeit Ihnen. Genau. Gottes Segen. Bis bald.